Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Ne? Ich will immer The Village sagen, aber dann passt das ja nicht. Ne? Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid hier zu dieser Demo, die in sage und schreibe 8, 7, 6 Sekunden freigeschaltet wird mit dem zweiten Teil der Demo, welche dann im Schloss stattfinden soll. Und da sind wir dann auch schon. So, Moment, jetzt muss ich mich hier erstmal so ein bisschen zack vorbereiten, ohne dass ich hier gleich alles runterreiß. Drück aber schon mal auf Weiter. Ich bin tatsächlich wieder ein ganz klein bisschen aufgeregt. Ich habe das jetzt gerade allerdings auch wirklich alles auf dem letzten Drücker gemacht. Ich habe mir nämlich gerade lecker Essen angefertigt und während ich da so mit dem gefüllten Teller, ne, mich gerade ranmachen wollte, Moment, ne, geht doch gleich los hier schon wieder, ne, die nächste Demo wird freigeschaltet von Resident Evil 7, beziehungsweise 8, ne, wie komme ich jetzt auf 7? So, die Gameplay-Demo, Spiel starten, Demo, Schloss. Wir haben wieder mal 30 Minuten Zeit, um uns die Demo jetzt anzugucken und dann irgendwie, ich glaube, nächstes Wochenende ist er dann. Da hätte man dann 60 Minuten Zeit, um sich beides nochmal anzugucken, wenn man es denn wollte. Und dann, ja, weiß ich nicht, am 3., 4., 5. ist es dann ja auch irgendwie schon wieder fast soweit. Ne? Also schauen wir erstmal. Jetzt allerdings, ne, um schon mal so einen kleinen Vorgeschmack zu kriegen, ich habe mich auch hier nicht gespoilert, obwohl, ne, vielleicht sollte ich mich an der Stelle noch einmal ganz kurz ausheulen. Ne? Die ersten Let's Plays, die sind ja schon seit, Moment, 6, 7, 8, 9, also dann über 10 Stunden irgendwie im Internet am Kursieren, ne, weil die ganzen Let's Player, beziehungsweise ich sag mal hier diese ganzen hochrangigen Let's Player, ne, weiß nicht, schon letzte Woche, letzten Monat oder letztes Jahr, keine Ahnung, die Demo hier gekriegt haben und jetzt eben halt erst veröffentlichen dürfen. Ja, und damit den ganzen kleinen Let's Playern wie mir, die daraufhin mit so einem Video hier eventuell mal die Chance gehabt hätten, mal ein paar neue, ne, Zugucker zu kriegen, ne, wird dann komplett weggenommen, weil wer sollte bei mir gucken, wenn man auch bei anderen gucken kann, ne? So nach dem Motto. Ne, will mich jetzt hier nicht unter Wert verkaufen, ne, aber ja, ne, einfach so ein Verständnisding. Aber ich will hier jetzt nicht hier rumheulen, sondern ich will mir The Village angucken. Und da sage ich jetzt schon wieder, ne, The Village, beziehungsweise Village, Resident Evil. Biohazard Village, ne, das kommt dann auch hin, ne, Resident Evil. Wir drücken jetzt einfach mal drauf. Einstellung sollte es hier nicht notwendig sein. Oder Moment, eine kleine. Vielleicht. Das ist mir beim letzten Mal, habe ich da, glaube ich, nicht drauf gedrückt. Und das war dann die Soundlautstärke, beziehungsweise die Musiklautstärke, die ich normalerweise immer so einen Tacken runterdrehe. Ich will sie nicht ganz aushaben. Ne, Stimmen, ja, okay, wie die reden, dann sollte ich die Klappe halten. Ne, ich habe nur beim letzten Mal gemerkt, dass ich bei manchen Sachen so ein bisschen drüber schreie. Menü-Lautstärke. Ja, ich, egal, komm, so können wir das lassen. Ne? So, und wir starten die Resident Evil Schloss-Demo. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich drücke. Ich bin Schisser. Ich mache auf leicht. Ja. Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Er betritt das unheilvolle Gebäude in der Hoffnung, sie dort zu finden. Doch er wird alles andere als herzlich in Empfang genommen. Punkt, Punkt, Punkt. Schloss nach Rose suchen. Obwohl die Mutter aller Kamine, wobei ich sage jetzt mal ganz optimistisch, ne, wenn ich hier gelegen habe, ja, dann müsste ich schwerste Verbrennung, glaube ich, haben, ne, bei dem Feuer. Ne, sieht auf jeden Fall geil aus, ne, also das Feuer, die Kette, also, ne, für die PlayStation 4. Ja, ne, geht. Also ich würde, also ich habe ja noch nicht mal die Pro irgendwie mit 4K oder so, ne. Wenn man sich doch jetzt so draufschmeißen, oder? Und Unfug anstelle. Damit meine ich, auf der Matratze springen. Ein Weinglas. Ein extrem schickes Weinglas. Moment, das wollte ich mir doch mal genauer angucken. Weg. Es ist im Menü unter Schätze. Wichtiges Schätze-Weinglas.
Lady Dimitrescus. Wobbel, wobbel, habe ich mir sagen lassen. Blutrotes Weinglas, wertvoll. Ich will es nochmal ein bisschen im Kreis drehen. Hauptsächlich, weil mich jetzt auch der Silbereffekt irgendwie interessiert hat. Ne? Also das ist hübsch. Würde ich mir hinstellen. My Little Pony. Ja, guck mal, das ist doch wohl die Mutter aller, was auch immer das sein soll. So, aber ich lasse mich schon wieder hinreißen. Ich wollte gerade sagen, kleine Berufskrankheit, ne, aber ist ja alles mehr Hobby. Sollte mich trotzdem ein bisschen beeilen. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, nichts, was ich irgendwie noch anklicken könnte. Was ein liebevoll gestalteter Sessel. Mein Gott. Hi. Ich vermisse hier noch irgendwie so ein Zoom-Knöpfchen. Ne, hätte ich echt schwören können, dass sowas hier auch da ist. Aber er reißt aber hier die Finger hoch. Ne? Sieht doch irgendwie komisch aus. Das ließe sich leicht knacken und doch macht er es nicht. Nein, servierte. Ja, auf jeden Fall liegt hier erstmal so ein Handschuhchen rum und so ein durchsichtiger Umhang und irgendwie stimmt hier aber mit den Früchten. Ist das ein Herz, was da oben drauf liegt? Ich kann nicht ranzoomen, ich erkenne es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, die Grafik ist scheiße oder so, aber ich erkenne es tatsächlich nicht. Und mir fehlt hier, wie gesagt, nicht ducken, sondern der Zoom-Knopf. Ist von der anderen Seite verschlossen. Auf einmal macht dann eben mal dieses Ding Sinn. Ne? Auf die Knie. Amboss der Rabiator. Sagen, wo beeilt er sich so, ne? Aber dann fühlen wir wieder ein, ah, ja, die Zeit. Auf jeden Fall Spaß hier jetzt gerade so. Ich meine, auch wenn es halt ineffektiv hier für die 30 Minuten ist, die wir haben. Ne? Aber das macht Spaß, das hier so zu erkunden und sich so anzugucken irgendwie. Und selbst durch solche Gänge zu krauchen, macht Spaß. Ne, ich stelle mir allerdings auch seit Resident Evil 7 immer so die Frage, wie es halt mit dem Wiederspiel wäre. Ne? Ring mit hätte da nicht durchgepasst. Karte aufrufen. Okay, da sind wir und die Tür sollen wir, können wir, müssen wir wahrscheinlich öffnen. Wir kamen jetzt von
Schlaf gemacht, sind hier hinten durch, ja. Ja, gucken. Eine Münze, die er nicht aufheben möchte. Man könnte sagen, selbst dafür hat es sich dann schon gelohnt. Aber machen wir erstmal. Man weiß nie, wofür es noch gut sein soll. Wo haben Sie Rose hingebracht? Rostigem Auge. Ein Edelstein in Form eines Auges ist lose in diesen Ring eingebracht. Er ließe sich sicher leicht entfernen. Kann nicht verwendet werden. Okay, da soll auf jeden Fall irgendeine Maske drauf. Also irgendein. Ich denke, das hat mit dem Ring nichts zu tun. War jetzt nur Zufall, weil das halt ein Gegenstand in unserer Tasche ist, ne? Finde der vier Engel Antlitz und du wirst errettet. Ja, ich sehe es eindeutig. Das ist ein grünes Kraut. Lampe No. What the... Ach, den haben wir schon gesehen, ne? Hier im Dingens-Trailer. Ja, Moment. Erinnert mich so ein bisschen an Monkey Island 2. Hallo. Und mir geht gerade so zum, also durch den Kopf. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, in welchem Abschnitt vom Spiel wir so normalerweise sind, also inklusive der letzten Demo, die wir eben halt gespielt haben. Ob das plus das hier so der Anfang des Spiels oder den Anfang des Spiels darstellen soll. Mir ging aber auf jeden Fall gerade durch den Kopf Resident Evil 7. Wenn man denn dann auf einmal da in dem Häuschen drin ist, bei den Bakers, ne, also da, die, ihr, ihr wisst schon, dieses besagte Abendmahl, ne? Legendär, so. Okay. Und ab da irrt man ja durchs Haus und wird aber auch ständig irgendwie verfolgt von irgendjemandem. Ne? Ich meine, hier ist das momentan noch nicht so der Fall, ne? Ich könnte schwören, das ist extra für dieses Spiel gemacht worden. Drei Töchter, Bella, Cassandra, Daniela. Irgendwas sagt mir, man müsste sich das jetzt notieren. Leider, ne, ohne meine Waffe. Ja, auch lustig, gebt euch da mal. Man ist hier im Flur und denkt sich so, wow, ne, Flur. Wir können es ja schon. Ich wollte gerade sagen, und dann macht das doch nicht. Moment.
Ja, alles klar. Junge, dann gehe ich aber auch zurück. Dann will ich auch die Münze aus dem anderen Ding haben. Ich renne einfach. Nee, ich bin eher einer, der dann pauschal erstmal alles kaputt macht. So, Kristallfragment. Noch hier mal einen kurzen Blick riskieren. Nee, also ich glaube nicht, dass ich hier drin angegriffen werde. Obwohl. Hier eben halt stört, ist so dieser Gedanke, dass ich es eh nicht schaffen werde, so rein zeitlich, und will ja trotzdem ja so viel wie möglich irgendwie mitnehmen, ne? Irgendwas sagt mir, hier ist zu. Ganz ehrlich, so jetzt, wo ich das Messer schon in den Finger habe, ne, da fühle ich mich irgendwie gleich schon ein bisschen sicherer. Noch ein bisschen. Das ist aber mal ein extremer Lippenstift, ne? Zwinker, Zwinker. Oh weh. Unser erstes Kraut. Hast du Vase? Da Vase. Ich kann sagen, habe ich gerade irgendwas schmatzen und schnarchen gehört? Nimm das und das. Hey, hier, Basem, Basem, Basem. Der Weinraum. So, Information, ne? Aber da werde ich jetzt nicht vorlesen, das nimmt alles so viel Zeit in Anspruch. Was scheint hier verwendet werden zu müssen, ja, beziehungsweise eingelegt werden zu müssen. Hm?
Wird überhaupt nicht hektisch. Wir haben auch immer noch ein paar Minuten Zeit. Alles ist gut. Moment, warte mal. Ich habe da so... Ich habe denn die Idee, wollte nur den hier erstmal machen. Und zwar den Ring untersuchen, Auge rausnehmen, hier einsetzen, Tür öffnen. Gucken wir mal, ob ich mit meiner Intuition richtig liege. Ja, wobei, das wurde ja eigentlich schon gesagt, ne? Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf. Und sie einfach. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Wie fühlt sich's an? Einfach perfekt. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Scheiße. Hör auf, mich hier rumzuknabbern. Ja. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, das Beste ist, wenn ich weglaufe. Du wirst eine tolle Dekoration für den Sarg. Überfordert. Sei mein Spielgefährte. Nein. Heute war mein erster Jahr, genau, so auf der... Ne, ich lese mir das selber auch erstmal später durch. Irgendwie im Grunde voll auf der Flucht. Ich glaube, wir haben auch gerade... Ich glaube, wir sind so losgeworden, aber trotzdem irgendwie... Ich wollte gerade schreien, ne? Alice im Wunderland? Ne, die hat sich jetzt tatsächlich gebückt, um dadurch die Tür durchzugehen, ne? Wobei ich muss jetzt sagen, die sehen jetzt tatsächlich ein bisschen billig aus. Ne, aber daneben der Kronleuchter hier, ne? Hier mit den Kerzen. Feuer sieht geil aus. Ich muss zugeben, ich habe gerade nicht ganz verstanden. Ich meine, wir haben die Tür aufgemacht. Ja, dann kamen die Insekten, bla bla bla. Und aus den Insekten wurde dann irgendwie die Tusse. Nee, aber das war jetzt irgendwie so ein bisschen... Also hat mich sehr unvorbereitet getroffen. Jetzt so. Ja, auch irgendwie unklar. Soll man da jetzt ballern? Soll man hauen? Soll man wegrennen? Ne?
spende einfach mal Munition. Egal. Okay, wieder so ein abgeschlossener, also ein Raum, wo man sieht, es geht da nicht weiter. Ne, und die anderen Türen sind verschlossen. Das startet doch gleich wieder irgendwas. Wollte nur mal eben wissen. Das ist doch mal interessant. Baue auf das Licht. Warum habe ich das Gefühl, jetzt kommt hier so ein... Ja, genau. Aha, nee, ich bin ein Fuchs. Plötzlich hat er eine Lampe. Okay, da haben sie uns aber Schlimmeres jetzt erspart hier in der Kiste. Ja, hier ein komisches schwarzes Geschmiere. Ja, ich muss sagen, also hier unten, da kommt dann doch ein bisschen... Stimmung auf. Überall getrocknetes Blut. Ja, aber der Eimer, der ist sauber, ne? Ah, genau. Oh, fuck, ey. Ich glaube, das hat man aber auch schon mal irgendwo gesehen. In der Demo. Deswegen glaube ich, wir werden nicht lange alleine bleiben. So, wir sind in die Falle getappt, Ende. Guck mal hier, randvoll. Alles klar, schön, dass wir das auch noch sehen durften. Folterinstrumente, überall ist irgendein Geglibber und... Oh, das hier, das ist aber... Ja, also wenn ich mir vor, man ist hier so angekettet und hat das, ist das für oben, ne, für unten drunter, ne? Bestanden, abgelehnt. Allerdings. Klar.
Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rabiater, denn es gleitet so ein bisschen die Zeit hier unten. Irina, gesunder Appetit, instabil, teils übertrieben. Oh, okay. Bin tatsächlich jetzt zusammengezuckt. Das habt ihr aber auch gehört, oder? Das sollten. So, ich weiß, man hätte jetzt auch wahrscheinlich auch einfach wegrennen können. Kristalliner Schild. Naja, aber ich wollte jetzt auch mal gucken, wie hart sind die. Also hier links hat man schon gesehen, da wird man wahrscheinlich nochmal rauskommen. Da war ein Loch drin. Rohrbombe, ja lecker. Ich kann da nicht durch. Die Spielzeit ist vorbei. Wobei, ich glaube, ich wäre fast hier unten aus dem Keller rausgegangen. Aber hier war echt noch viel. Ne? Also das bin mir nicht sicher, ob man das hier wirklich alles hätte bewältigen können. Ja, okay. Ihre Spielzeit, ja. As the midnight moon rises on black wings, we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Man, you're whining. We're almost there. Rose, where are you? Survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Oh no, they're coming.
Who is? What the hell was that? Stop shouting. You'll draw the monsters. Tell me, what is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Wobble, wobble. Let's see how special you are. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? There is no one left! We can bust out with this. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin! There is no safe! Every sorry bastard out there has been ripped in half! Tomorrow we're all be dead. No, let me go! Chris? What the hell? Why? Ethan Winters. Ethan Winters, Mr. Winters. Ethan Winters. Ethan. Poor Ethan. Ethan Winters. Welcome. I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. You killed Mia. Now do me and finish the job. Wunderbar. Ne? Ich meine, der Trailer, der haut mich zwar jetzt nicht vom Hocker, ne, aber das Spielen selber macht mir eben halt tatsächlich viel Spaß. Ich drück mal auf X. So, das war's. Ne, 24.04. Ne, heute. Ja. Ne, bald können wir dann am 2.05. kurz vor dem Release. Da könnten wir dann nochmal 60 Minuten spielen. Muss ich mal gucken, ob ich mir das jetzt auch nochmal antue. Ne, weil dann kommt ja halt ein paar Tage später das richtige Ding raus. Und ne, ich will es ja nicht übertreiben. Aber okay. Ich drück mal hier drauf. Zack. Zack. Zack, zack. Ja, und ich glaube, man kann sagen, das war es jetzt gewesen. Ne? Die Schloss-Demo von Resident Evil Village, beziehungsweise von Resident Evil 8, wie ich es mal liebevoll nennen möchte. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich hatte ein bisschen Spaß, wenn auch alles halt sehr unkoordiniert hier mit dem durchgelaufen. Ne, ich meine, okay, genau das ist der Sinn und Zweck, ne? Genau so. Ja, ne, das ist halt der Sinn der Demo auch. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt woanders irgendwie angucke, was es da sonst noch so gegeben hätte. Ne, weil wir sind halt durch unsere Flucht auch. Ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen überlegt. Ne, okay, ich bin zu dem Dicken in den Räumchen nicht reingegangen. Ne, ihr habt da so zwei, drei Möglichkeiten wahrscheinlich noch, die man hätte machen können, bevor man eben halt so wie ich dann da oben in diesen Schacht gesprungen wäre. Ne, hätte man sich bestimmt vorher noch mal was angucken können. Wobei, es ging ja dann weiter, ne? Aber die Frage ist, was hat man alles verpasst, weil man da so schnell reingerannt ist? Naja, bald werden wir es auf jeden Fall erlebt haben. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann ja entweder bei der nächsten Demo oder eben halt, wenn ich das Resident Evil Let's Play hier starte, ebenfalls mit dabei seid. Ne, ich hoffe, ihr seid auch so ein bisschen angefixt schon hier auf das Spiel. Ne, ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Ne, es steht unmittelbar bevor. Lange mussten wir warten und ja, ich will jetzt gar nicht mal so viel quatschen, ne? Deswegen bestätige ich hier jetzt mal da 6 Tage, ne? Eine Woche da warten. Hi, der Witzke. Okay, Leute, trotzdem mache ich hier dann jetzt relativ kurz und relativ schmerzlos, ne? Ich bin der Chris von IEM Kong, ne? Abonniert meinen Kanal, gebt dem Video hier einen Daumen nach oben, ne? Und ich sag mal, bis dann.